Dritter Saisonsieg für David Jahn und Kevin Estrell. Die Porsche-Piloten gewinnen den Samstagslauf des ADAC GT Masters im niederländischen Zandvoort. Das ist wirklich ein tolles Gefühl, hier zu gewinnen. Wir haben das nicht wirklich erwartet, aber David hat einen guten Job gemacht und das Team hat eine mega Strategie gehabt. Der Start. Pole-Setter Conor de Filippi fährt vorne weg, dahinter wird's ruppig. Sebastian Asch im Mercedes gerät zwischen die beiden Porsche von Robert Renauer und David Jahn. Renauer geht nach seinem harten Manöver innen vorbei auf 2. Asch kann zumindest den dritten Platz gegen Jahn im Kyss Porsche verteidigen. In Runde 3 erleben die Zuschauer auf den Dünen direkt neben der Strecke eines der wohl spektakulärsten Bilder des Jahres. Motorplatzer beim Lamborghini von Patrick Kujala, der Stier spuckt Feuer. Die ersten beiden beim Fahrerwechsel sind Sebastian Asch und David Jahn gleich dahinter. Der Porsche ist den entscheidenden Tick schneller, die Titelverteidiger müssen einen weiteren Platz einbüßen. Eines der letzten Fahrzeuge in der Box ist der führende Montaplast Audi von Conor de Filippi. Er übergibt an Christopher Mies. Bei der Boxenausfahrt zieht der Deutsche den kürzeren, neuer Führender Kevin Estre im Porsche. Zurück zu Team Zackspeed. Für das Meisterteam von 2015 kommt es kurze Zeit später noch dicker. Ein Problem an der Hinterachse bei Mercedes AMG GT3 macht ein Weiterfahren unmöglich. Nach 34 Runden heißen die Sieger David Jahn und Kevin Estre. Zweite werden Christopher Mies und Conor de Filippi. Auf Platz 3 fahren Martin Ragginger und Robert Renauer. Die Gesamtführenden Daniel Kalwitz und Jules Gonon werden nur Achte. Damit gehen die Corvette-Piloten und Christopher Mies und Conor de Filippi punktgleich mit 134 Zählern in die letzten drei Rennen der Saison.